Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Diablo 3. Wir sind hier immer noch im Turm, im silbernen Turm. Bei der verfluchten Truhe, wie versprochen. Jetzt machen wir diese Truhe und laufen dann noch weiter. So, was müssen wir machen? Okay, nach Möglichkeit von der Gegner. Ich mag zu bezweifeln, dass ich das jetzt hinbekommen werde. Aber überleben tun wir es auf jeden Fall. Da kommt das mal alles zusammen hier. Schön, zack. Wie viele Gegner haben wir denn? Okay, können das wird. Ja, ich glaube, das wird nichts. Och, jetzt kommen wir noch die ganz großen Brocken oder was? Leute, 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 Leute. Ai, je. Schubst doch nicht so rum, ey. So, Ereignis beendet. Ja, komm, stirb endlich. Danke. Sehr schön. Zumindest mal ganz mal auf Weise Erfahrungspunkte. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt sogar Zeug bekommen haben, was uns helfen könnte. Ein verdammtes Söder, Zweihand, Kreuzritter, selten Zweihandflügel. Ja, der sieht geil aus, ne? Ist aber. Ich mag immer noch keine Zweihandwaffen. Weiß nicht, da fehlt mir irgendwas, ne? Okay, was haben wir denn hier in Stern? Wie geil ist das denn? Erstmal ein legendäres Schwert gefunden. So, legendäres Schwert. Was haben wir? 523,3 Schaden pro Sekunde. Halleluja. Alles Einhand, ne? 245 bis 307 Schaden. Plus 5% Schaden. 290 Geschicklichkeit. Plus 290 Vitalität. Plus 7% Schaden gegen Dämonen, aber kein Leben pro Treffer. Oder Leben pro Sekunde oder wie auch immer. Ich weiß nicht, sollen wir das mal ausprobieren, Leute? Ja, Umholung geht zwar runter. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Wir probieren es einfach mal aus. Und der Templer kriegt jetzt unser altes Schwert, ne? Ja, der kriegt das jetzt. Und dann werden wir ja sehen, wie sich das hier entwickelt. Beziehungsweise wir werden sehen, ob ich deswegen jetzt dann krepieren werde oder nicht. Ja, okay. Geht's weiter da unten. Nee, hier war gar nichts. Okay, die Truhe haben wir. Und jetzt geht's hier unten weiter. Tja. Da müssen alle da, wo sie hingehören, da kann man sie alle mit einem Schlag vernichten. Okay, was haben wir da? Ey. Oha. Oha. Och ja, nee, ist klar, Leute. Noch nicht. Das nervt, ne? Dieses. Och Mensch, ey. Dieses Rumgeschubse. Ja, ich weiß, ich habe gerade die Schatzkopplen liegen lassen. Beziehungsweise
entkommen lassen. Ja klar, wo ist denn jetzt... Ich hab da gar... Klauen sie mir etwa meinen Zorn hier, wenn die auf mich draufschlagen, oder was ist los? Hab ich irgendwas verpasst? So. Okay, im Ring. Plus 288 Leben pro getötetem Gegner, ne. Ne, komm. Stör Hammer first. Danke. So, den befreien wir natürlich auch. Ja, okay. Was war da gerade explodiert? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Erschaffung von Sanctuary Hotel 3. Hey! Boah, diese dummen Biester, hey. Wo ist es? Wo ist es? Könnt ihr euch gerade anhören? Der sich zuspitzende Konflikt zwischen den beiden führte zu der Entdeckung Sanctuarius durch die Dämonenfürsten und den Angelisten. Ah. Ah, dieses Dreck, die haut er einfach immer wieder ab, ne? Nein, ist klar. Ist klar, Freund. Ist er endlich tot? Ist er endlich tot? Ja, geht doch. Geht doch. Okay. Ein legendären Schulterschutz. Ja, ich glaube, dafür hat sich das Kämpfen schon gelohnt. Diese Strapazen, die wir jetzt auf uns genommen haben. Okay, was haben wir denn da? Plattenschultern von Sakara, Mantel des Kanalisierens im Moment, plus 214 Rüstung, 192 Stärke, plus 186 Vitalität, plus 21 Widerstand gegen alle Schadensarten. Okay. Aber es regeneriert kein Leben pro Sekunde und das ist ein bisschen blöd. 3,3% Chance pro Treffer den Gegner zu unterkühlen. Eure Gegenstände werden unzerstörbar. Das ist natürlich geil, ne? Komm, was soll es? Einfach mal ausprobieren. Vielleicht mache ich da jetzt einen Fehler. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu gierig, dass ich sage, ja, meine Rüstung soll da bitte zu lange halten, weil wir könnten ja im Grunde genommen jederzeit zurück in die Bastion. Und dort unsere Waffen auch reparieren lassen. Okay, was haben wir hier? Abenteurers Abwehr. Seltener Beinschutz. Ja, gut. Da ist nichts weiter. Aber vielleicht sollte man wirklich gerade mal in die Bastion gehen. Nee. Wir gehen noch ein Stück weiter, Leute. Da brennt im Licht. Wow, was geht denn jetzt hier ab mit diesen ganzen Lasern da? Genialen Ende, schauen wir uns gleich mal kurz an.
Achso, die sind da drin. Okay. Das war's mit euch. Ich fürchte den Tod nicht. Doch manchmal wünschte ich, ich hätte mehr vom Leben gesehen. Was meint ihr damit? Ich frage mich, ob Liebe wirklich so verwerflich ist, wie es der Orden behauptet. Egal. Liebe und verwerflich. Das ist nun nicht wichtig. Aber wir gehen tatsächlich mal in die Bastion. Mal das Inventar ein bisschen ausleeren, weil so langsam ist es mir dann doch ein bisschen zu voll. Die ist mir ein bisschen zu voll, das Inventar. So. Aber bevor wir da das ganze Zeug wiederverwerten, will ich erst einmal ein bisschen was in die Truhe backen. Nämlich einmal das geht hier rein. Ja, das. Ich wollte schon. Ja. Das war das, genau. Oder? Nee, Moment mal. Das war der Schulterschutz, ne? Mit den. Genau. Genau, und den Rest, den du mal wiederverwerten. So einfach sieht es aus. Oh, da haben sogar noch unsere zwei ja, Kumpanen noch was zu sagen. Also der Schuft und die Verzauberin. So, das in die Truhe. Und das hören wir uns auch direkt an, bevor wir das vergessen. Weil ich weiß nicht, wie lange wir das noch hören können. Ne, möglichst viel von der Sache mitnehmen. Reden. Ein verborgenes Erbe. Ich habe mit Itherael gesprochen und er hat mir geholfen, das Dokument zu übersetzen. Es wurde von einem Engel verfasst, der Potenzial in der Menschheit sah. Er begann, einige junge Frauen zu unterrichten, die die Dämonen getötet hatten, welche von ihren Herren beschworen wurden. Euch und eure Schwestern? In der Tat. Der Prophet, dem ich so viele Jahre lang gefolgt bin, war ein Engel. Deswegen kam euch Tyrael bekannt vor. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Prophet der sterbende Engel war, der mir das Dokument gab. Die Schriften sagen, er hätte unter absoluter Geheimhaltung gearbeitet. Itherael wusste nichts davon. Dann müsst ihr einen neuen Weg durch die Welt finden, ohne ihn. Ihr habt recht. Und ich hoffe, dass ich ihn weiterhin mit euch beschreiten kann, meine Liebe. Ja klar, warum denn nicht? Okay, hast du sonst noch was zu sagen? Nein. Okay. Denn der Schuft. Ein letztes Geschenk. Ich habe ein Geschenk für euch, Lyndon. Wirklich? Nehmt dieses Gold. Wenn die Dämonen besiegt sind, werden wir nach Königshafen gehen, eure Schulden begleichen und euren Bruder befreien. Ich kann das nicht annehmen. Ich bestehe darauf. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Nun, ihr könntet versprechen, mich nicht mehr zu bestehlen. Der ist natürlich wirklich ein Versprechen, dass man durchaus geben kann. Okay, Tyrael will nicht mit uns reden. Der haben auch alles gehört. Dann schauen wir nämlich nochmal fix zum Shen, beziehungsweise zum Hattrick. Nee, der Hattrick, der hat glaube ich auch nichts mehr zu sagen, oder? Nein. Myriam vielleicht noch? Ja, die Myriam. Das wird nur leider nicht auf der Karte angezeigt. Sterbliche und Engel. Bald wird eure Aufgabe erledigt sein. Dann werden die Engel keine andere Wahl haben, als den Wert der Sterblichen anzuerkennen, dank euch. Ihr mögt recht haben. Natürlich habe ich recht. Was glaubt ihr denn, mit wem ihr redet? Habe ich euch jemals in die Irre geführt? Nein, aber manchmal verbergt ihr Teile der Wahrheit. Nur zu eurem eigenen Besten, Chelsea. Nur zu eurem eigenen Besten. Okay. Dann frage ich mich trotzdem, welche Teile das sind, die sie verbirgt. Okay, Shen hat auch noch was zu sagen. Gott oder Mensch? Bald werde ich Diablo töten. Oder eher mich. So oder so, das Ende naht. Ich möchte euch etwas fragen. Oh, ich liebe Fragen. Habt ihr auf all euren Reisen jemals etwas gesehen, das den Glauben der Zakarum läutern könnte? Ja, Kreuzritter, das habe ich. Wie dem auch sei. Wenn ihr Diablo besiegt habt, solltet ihr euch nicht auf der faulen Haut ausruhen. Wir haben noch weitere Länder zu erkunden, ihr und ich.
Dirges Juwel ist noch immer irgendwo da draußen. Wo? Näher als ihr denkt. Jetzt geht und tötet Diablo. Dirges Juwel. Gibt es das also wirklich? Okay, ich bin gespannt, ne? Der Herr des Schreckens. Ich weiß, wovor ich Angst habe. Jahrelang fürchtete ich, das Juwel von Dirges würde in die falschen Hände geraten. Dass das Böse in ihm auf die Welt losgelassen würde. Doch im Angesicht all dieser Zerstörung kann ich nicht mehr an ein Juwel denken. Selbst wenn es so schrecklich wie Dirges ist. Ihr müsst uns retten. Ja, na klar schon. Was meinst du, was wir hier die ganze Zeit machen? Ihr müsst uns retten. Ja, nee, ist klar. Aber gut, Leute, wir gehen das nächste Mal zurück zum Silbernen Turm auf die Jagd nach Diablo, denn wir sind am Ende angelangt. Am Ende von diesem Bad zumindest. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ne? Schreibt doch mal fleißig in die Kommentare rein, was ihr von diesem Shen-Typen jetzt haltet, von diesem Dirges Juwel. Gibt es das denn wirklich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir stehen kurz davor, Diablo zu erlegen. Zumindest hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Also seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Diablo 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.